Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Far Cry Primal auf der Suche nach Schneevogel, Schildkröte und einem Raben für den Dingens. Na, wie heißt er? Urki. Ist das eine Schildkröte? Nein, das ist keine Schildkröte. Okay. So, ich muss mich in diesem Gebiet hier irgendwie bewegen und hier muss es auch irgendwie irgendwo irgendwelche Tiere geben, die ich... Ah, hier ist zum Beispiel eine Schildkröte. Okay, liebe Schildkröte. Ach so, das geht natürlich nicht, ne? Weil das eine Schildkröte ist. So. So, einmal kurz über den Schildkrötenpanzer drüber streicheln und dann hat man die schon gehäutet, ne? Kennt man ja. So. Wie komme ich jetzt? Wie komme ich jetzt an die Vögel? Hinten ist zum Beispiel ein Vogel. Ach, scheiße. Aber ob ich die erwische, ist natürlich eine andere Frage, ne? Letzter Pfeil. Alter. Okay, und ich habe kein Hartholz mehr. Bah, das ist nicht gut. So. Ich gehe jetzt einfach mal kurz darüber. Oh, wagt es ja nicht, mich anzugreifen. Naja, schlimmster Albtraum. Ah, Gott! Hör auf, nein, ich will das nicht! Tapir. Ja, ich nehme es einfach mal mit. Viermal Fleisch, auch gut. Oh, mal diese Blume hier. Was ist hier eigentlich? Ist hier ein Lager oder sowas? Ah, Südstein. Seltener Südstein. Das bringt mich zwar nicht weiter, aber wir haben es auf jeden Fall mal eingesammelt. Hier, guck mal. Diese Mistviecher. Ich fass es nicht. Alright. Ich werde mich jetzt auf die Lauer legen. Und versuchen, diese Vögel hier abzuschießen. Das muss irgendwo hier sein. Aber wie natürlich jeder weiß, der schon mal mit einem Bogen und Raben und Schneevögel versucht hat zu fangen, weiß, dass das gar nicht so einfach ist, wenn man das... Okay, hier komme ich auch nicht weiter eigentlich, ne? Bin ich hinter dem Wasserfall. Okay, aber vielleicht habe ich hier oben ja eine bessere Schussposition. Wäre möglich. Dazu muss jetzt aber als erstes mal wieder ein Vogel hier auftauchen. Oh, da unten sitzt... Nee, warte mal, was ist das? Ach, das ist dieser Leopard. Da ist ein Vogel unterwegs. Ey, ich krieg die Vögel ja nie. Jetzt muss ich da irgendwie wieder runterkommen. Ja. Das sind sogar zwei. Oh Gott. Okay, wie komme ich... Ich weiß nicht, wie ich hier einen Vogel krieg. Hier ist doch überhaupt kein Vogel. Aua, hört auf. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Right. Okay. Stein. Vor allem... Boah, Alter, ich erwisch die Vögel nicht. Das ist der Wahnsinn. Yeah, Gott. Okay, jetzt brauche ich auf jeden Fall Holz. Ne? Ansonsten kann ich das hier mal schön vergessen.
Und außerdem ist es dunkel. Und nachts habe ich Angst, weil vor Beißfischen und sowas. Anscheinend übertragen die ganz, ganz schlimme Krankheiten. Wie? Blasenentzündung ist keine Krankheit. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. AIDS oder sowas. Ah, da vorne ist Holz. Perfekt. Okay, ich darf mich jetzt aber nicht so weit entfernen hier von dem Dings. Und jetzt gehe ich einmal noch pennen. Und, bis zur Morgendämmerung schlafen. Okay, ich sehe es kommen, dass ich in dieser Folge wirklich nur Vögel jagen werde. Denn ich bin so schlecht im Bogenschießen wie... Also mein Punktestand oder mein Highscore ist minus 10. Ganz gut, von unten. So, vielleicht habe ich ja noch in einem Belohnungslager irgendwas. Vielleicht... gut, okay, das... da ist auch nichts drin. Okay. Oh, 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 was sehe ich denn hier? Einfach mal, ja, durchbohrt. Rabenfedern, sehr gut. Okay, jetzt brauche ich noch ein Dings. Ein Schneevogel. Jetzt ist... okay. Ich sehe das jetzt als Geschenk an. Okay, jetzt brauche ich noch einen Dings. Ein Schneevogel. Die Frage ist aber, also die richtige Frage, die Frage, die sich mir stellt, ist, wo kriege ich die Viecher her? Weil normalerweise, also meines Wissens nach, ne, sollte ja eigentlich ein Schneevogel in Richtung Schnee sein. Also da, wo es Schnee gibt. Deswegen heißt er ja wahrscheinlich auch Schneevogel. Oh, du bist viel. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Ein Jaguar. Okay. Greift arglose Ziele an, ohne Gegner in der Nähe zu alarmieren. Gar nicht mal so übel. So, du darfst... Das hat man ein ganz schönes Bäuchlein gekriegt, ne? Also, da ist man hier einmal... Gibt man denen zu viel Fleisch und dann setzen sie schon wieder Bauch an. Sowas aber auch. Naja. Okay. Gut, jetzt brauche ich noch einen Vogel. Was bedeutet eigentlich dieses Zeichen hier? Wahrscheinlich bedeutet das, Achtung, hier gibt es Schneevögel. Ich hab's nicht gerafft, was es bedeutet. Und was macht dieser große Stein da oben eigentlich? Das sind Fragen über Fragen, aber keine Antwort. Was soll ich hier einsammeln? Irgendwas wollte er doch hier einsammeln. Ach, keine Ahnung. Oh! Das war ja schon schwer genug mit dem Raben, aber jetzt noch mit dem Schneevogel. Ich weiß doch gar nicht, wie ein Schneevogel aussieht. Bin wahrscheinlich schon an 10 Schneevögeln vorbeigelaufen, hab's überhaupt nicht gemerkt. Aber ich werde sie finden. Die Schneevögel. Und wenn es das Letzte ist, was ich mache. Kann die Welt untergehen, ich werde immer noch nach Schneevögeln suchen. Ich muss das jetzt wissen. Nein, 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 nein.
So, vielleicht ist hier ja irgendwo einer. Oder die sind so gut versteckt und sitzen auf Bäumen oder sowas. Ja, was konnte ich jetzt hier machen? Hier konnte ich doch auch irgendwas machen. Ach, hier, suchen. Ach, hier. Alter Holz, Feuerstein. Aha. Das ist, glaube ich, ein Rabe. Nein! Oh Gott, nein, 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 nein. Oh, das dauert doch schon wieder Jahre, bis sich da einer hinsetzt. Da vorne ist ein Vogel. Boah, ich werde schon voll paranoid, ich merke es schon richtig. Weißt du mal zufällig, wie der internationale Schneevogelruf geht? Kommt keiner, aber bestimmt falsch. Okay, ich habe was gehört. Nein, aua, aufhören. Aua. Okay, ich glaube, hier hinten drin gibt's nichts. Nein. Okay. Vielleicht gibt es ja auf diesem Stein hier irgendwas. Ich höre überall über diese Vögel. Dieses Vogel-Dingens zwitschere. Das macht mich krank. Ich gehe jetzt nochmal hier hoch. Okay. Komme ich hier hoch? Oh nein. Ich glaube nicht. Okay, gibt es hier vielleicht ein Nest oder sowas? Ich kann ja nicht mal runterspringen, weil hier unten überall nur Stein ist und Fels und nix, wo ich runterspringen könnte. Aber irgendeinen Sinn muss es ja haben, hier hochzugehen. Irgendeinen Sinn. Jetzt komme ich hier nicht mal mehr hoch, ey. So. Okay, hat mir das was gebracht? Außer, dass ich jetzt das Missionsgebiet wieder verlassen werde. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht gibt es ja irgendwo... Oh, nicht runterfallen. Ganz vorsichtig. Ah ja, man kann hier noch hoch. Was? Aha. Ein Vogelzeichen. Okay. Vielleicht hat dieses Vogelzeichen ja tatsächlich irgendwas zu bedeuten. Das heißt so viel wie... Hier gibt's Schneevögel. Boah, Alter, wie hoch ist das denn? Ich bewege mich ja schon wieder außerhalb des Missionsbereichs.
Ich hab bestimmt gleich wieder die Meldung. Alright. Vogel! Nein! Okay. Okay. Hallo, Tiergefährte. Jesus Christ. Der Tiergefährte blockiert mich. Jetzt zeige ich hier eine Ecke fest. Okay, und ich kann nichts machen. Okay, easy, easy, easy. Ja. Dann muss ich das Tier mal wegschicken. Jetzt komme ich nicht mehr hier hoch. Doch, hier. Ich hoffe, der stellt sich jetzt nicht mit dem Arsch hinten drauf. Natürlich macht er. Jesus! Okay, pass auf. Dann auch alle weg. Haut alle ab. Jetzt durch die falsche Taste. So verwirrt bin ich schon. Okay. Alles klar. Gibt es hier Vögel? Ich bewege mich außerhalb des Missionsbereichs. Oh, da steht einer. Da steht einer. Sehr cool. Okay, pass auf. Greifhaken, einmal kurz runter. Ich will das jetzt auch machen. Bin ich richtig? Ja. Right, ich will das jetzt machen. Aha, der hat Vögel. Der hat Vögel. Alright. Ich mach sicherheitshalber noch den anderen tot. Ich muss das hundertprozentig nochmal alles machen. Ah, oh, nur weil ich da runtergejumpt bin. Ich oh Gott. Guten Tag, der Herr. Ach, das ist der Urki. Okay, pass mal auf, Urki. Schneevogel. Ja. Ein Schneevogel! Oh Gott, ich stehe in Flammen. Oh Gott, ich musste alles natürlich nochmal machen. Und ich stehe in Flammen. Okay, pass auf. Dann ganz, ganz schnell. Ey, das haben sie aber echt gut versteckt hier, ne? Ja, ja, okay. Das ist alles meine Schuld. Wäre ich nicht so doof gewesen. So. Da läuft, glaube ich, schon ein... Verpiesel dich. Ach, leck mich doch, ey. Ihr wisst schon, dass ich euch jetzt die Schuld dafür geben werde. Habt ihr jetzt davon. Wo ist er denn? Ach, da drüben. Der andere? Ah, das ist dieser Jaguar gewesen. Okay, alles klar. So, was brauche ich nochmal alles? Hier, Fisch die Fisch. Fisch die Fisch.
Einmal Fisch. Aua. Haben wir. Fisch ist abgehakt. So, jetzt brauchen wir eine Schildkröte, über auf der anderen Seite und noch einen Raben. Und der, ja, das kriege ich noch hin. Okay. Oh, die Folge geht schon wieder viel zu lang. Ich sehe mich schon wieder ärgern, wenn ich das hochladen will. Und merke dann plötzlich, ist es viel zu lang alles und es dauert. Und das dauert 5 Stunden, es hochzuladen. So. Ist die Schildkröte jetzt tot oder nicht? Jetzt ist die Schildkröte tot. Okay. So, jetzt brauche ich noch einen Rabe. Und dann ist... haben wir hoffentlich alles geschafft. Oh! Oh. Sind das Schneevögel? Natürlich sind das Schneevögel. Oh, jetzt sitzen die auch noch hier rum. Ich hab die über... ich hab die überhaupt nicht gesehen. Okay. Gut, ja, nee, ich würde jetzt sagen, ne, wir machen jetzt einen Cut an dieser Stelle. Ich sammle das für das nächste Mal alles ein. Dann gehen wir zu Urki, dann machen wir den Quest fertig. Dann ist Urki glücklich und wir sind sowieso glücklich. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu Far Cry Primal. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir eine positive Bewertung. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.